herzlich willkommen zum zweiten Inside PlayStation Videocast. Mit dabei ist wieder der Jonathan. Moin. Und ich, der Tim. Erstmal vielen Dank für euer Feedback beim letzten Mal. Wir haben uns das natürlich alles in der Kommentarsection zu Gemüte geführt. Komplett durchgelesen. Wir versuchen natürlich, euer Feedback so gut wie möglich umzusetzen. Heute haben wir uns ein cooles Thema, finden wir jedenfalls, rausgesucht, wo ihr auch direkt kräftig mitmachen könnt. Und zwar, ihr seht schon, PS5, DualSense Wireless Controller. Aber es geht uns heute eigentlich viel mehr darum, mal zu überlegen. Jetzt haben wir die ersten Eindrücke sammeln können, man hat sich informieren können und so weiter. Wohin geht die Reise? Was ist die Zukunft für PS5? Weil im Endeffekt der Controller, der DualSense Wireless Controller, bietet viele Möglichkeiten, bringt ein sehr immersives Gameplay. Die Konsole selber hat auch ihre Features mit der ultraschnellen SSD und so weiter und so fort. Und wir haben uns einfach so ein paar Gedanken gemacht, so ein paar Anstöße gesammelt und wollen da einmal drüber diskutieren, wo es eben für uns hingeht, was wir uns vorstellen können, was wir uns wünschen würden. Und vielleicht droppen wir natürlich auch so ein paar Sachen, die schon bekannt sind, die in nächster Zukunft kommen. Als ich mir drüber Gedanken gemacht habe im Vorhinein, das, wo ich am meisten Ideen zu habe, sind tatsächlich die Ladezeiten und solche Geschichten. Also alles, was mit der ultraschnellen SSD zu tun hat, alles, was irgendwie bisher immer so ein bisschen versteckt im Hintergrund lief. Man kennt das ja, so ein Zwängen durch enge Gänge und sowas. Das gibt's bei God of War, das gibt's bei Last of Us und Uncharted ganz viel. Gibt's überall, das kennt jeder. Immer wenn es so eine kleine Ecke gibt, weißt du eigentlich, ah, Jin Sakai in Ghost of Tsushima drückt sich hier durch, im Hintergrund wird irgendwas geladen. Genau, aber was viele Leute, glaube ich, nicht wissen, ist tatsächlich, wenn man zum Beispiel mit Lara Croft sich in ein Gewölbe reinzwängt, dass die Zeit eigentlich Fahrstuhlfahrten auch sowas, genutzt werden, um eigentlich Texturen und Level zu laden im Hintergrund, sodass das nächste Areal da ist und das letzte eigentlich quasi wieder abgebaut wird, weil, checkt es mal selber, im Regelfall kann man nicht nach hinten gucken und nicht sehen, was da passiert, weil einfach nichts mehr da ist. Genau, auch wenn man jetzt bei Uncharted oder bei Last of Us irgendwo durchkriecht und dann fällt hinter einem riesiger Felsbrocken runter, heißt immer, du bist im nächsten Level quasi, auch wenn es nicht so wirkt. Genau, oder auch diese Fahrstuhlfahrten, jetzt ist die Mass Effect Legendary Edition, heißt es, glaube ich, angekündigt worden. Bloodborne ist auch ein sehr großes Beispiel. Genau, das werden wir da sicherlich trotz aller technischen Fortschritte immer noch sehen, auf der Citadel im ersten Mass Effect Teil ganz viel Fahrstuhl fahren. Aber wie sowas in Zukunft sich entwickelt, darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, zumal es ja auch dramaturgisch einfach sehr relevant ist. Genau, also das wird ja oft nicht langweilig. Ja, ich kann mich daran erinnern, es gab das bei Tony Hawk's American Wasteland. Da waren die einzelnen Level verbunden mit so schlauchartigen Übergängen. Das war eine Katastrophe. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Das sollte dafür sorgen, dass die Ladezeiten nicht mehr nerven. Das war so der erste Schritt, glaube ich, in die Richtung oder ein Beispiel dafür, wo das schon ein bisschen kreativ gemacht wurde. Aber eben, wie du sagst, heute ist das ja dramaturgisch auch meistens sinnvoll genutzt, dass so Verbindungsstücke zwischen zwei größeren Arealen irgendwie dann so inszeniert werden, dass du das gar nicht mitbekommst und auch gar nicht darauf achtest, weil es so spannend ist. Ja, zum einen das, aber das ändert sich wahrscheinlich. Zum anderen ist es ja auch ein Durchatmer. Genau. Wenn du dir überlegst, du bist gerade, keine Ahnung, durch Katakombe XY geklettert, alles ist hinter dir zusammengebrochen, du hast das auf Zeit gemacht, Gegnerhorde gerade niedergemetzelt, keine Ahnung, Souls Games, Tür öffnen, ist immer für dich ein Garant dafür, dass eigentlich danach nicht jemand kommt, der dir direkt die nächste Lanze ins Herz rammen will, sondern dass du erstmal so, okay, ich habe diesen Abschnitt gerade erledigt, genau, kann jetzt einmal, okay, auf ins nächste. Ja, ich glaube, das wird auch eine Weile dauern, bis da wirklich das ganze Potenzial von ausgeschöpft werden kann. Es ist halt eine komplett neue Möglichkeit und ich glaube, das hat sehr, sehr viel kreatives Potenzial. Ob man das dann über Cutscenes löst oder anderweitig versucht, da so ein bisschen so eine Downtime reinzubekommen, wie du sagst, da bin ich sehr gespannt drauf, aber eben auch grundsätzlich. Ich glaube, die Missionsgebiete, die man sich angucken kann, auch außerhalb von Open-World-Spielen, werden einfach größer werden und es gibt die Möglichkeit, dass die größer werden. Im Umkehrschluss ist es ja auch so, da spricht ja auch nochmal unterschiedliche Zweige bei einem Entwickler an. Weil so war es jetzt so, Level-Designer, sage ich mal, um jetzt mal ganz runterzubrechen, hat seinen Job gemacht, es wird ein neues Level geladen. Jetzt sind das ja aber auch Sachen, die dann einfach von den Autoren auch berücksichtigt werden müssen. Absolut. Die können ja nicht im Endeffekt sagen, ich meine, bei dem Call of Duty Modern Warfare Reboot war die Kampagne ja schon so ausgelegt. Und das fand ich jetzt bei Black Ops Cold War, da war das schon ein bisschen weniger so, dass dich das komplett oben gehalten hat. Das war echt ballern,
ins Auto steigen, weiter ballern, Explosion, du sitzt im Helikopter, kurze Schwarzblende, du bist schon wieder ganz woanders und sowas. Und da habe ich auch so richtig gemerkt, dass es mich damals so ein bisschen gestört hat, dass ich halt keinen Ausstiegspunkt hatte, weil ja, okay, das sind dann auch nur 6 Stunden, aber man hat nicht immer 6 Stunden am Stück. Und ich habe so richtig gemerkt, eigentlich will ich ja eigentlich gerade nur einen Absprungpunkt finden, um jetzt zu sagen, okay, das reicht für heute, morgen mache ich weiter. Und da war es halt so bam, 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 bam. Und ich war halt echt schon so ein bisschen erschöpft. Ja. So, und deswegen, also das wäre definitiv, nur weil man die Möglichkeit hat, jetzt immer 100% einen an der Stange zu halten und das Adrenalin oben zu lassen, ist das für mich auf jeden Fall nicht der Weg. Das macht für mich halt eine gute Story und einen guten Spielfluss aus, auch Momente geben, wo man einfach mal sagen kann, okay, ich weiß, dass ich gerade auch in gewisser Weise safe bin, ich kann jetzt mal durchatmen. Und ich glaube, das wird die größte Herausforderung dabei. Ich kann mir mal vorstellen, dass das so ein bisschen in die God of War-Richtung geht, wie bei dem 2018er Teil, dass es einfach auch so Areale geben kann, von denen aus du weißt, da kann ich in andere Bereiche rein. Auch da werden dann irgendwie wahrscheinlich die Übergänge nochmal ein bisschen smoother. Ja, so, eine Hubstruktur, dass du sagst, ich mache jetzt hier nicht diese Portalgeschichte und laufe hier in dieses magische Tor rein und dann laufe ich ein bisschen im Kreis, bis halt offensichtlich ist, dass geladen wurde wieder. Ja. Und dann geht es irgendwie weiter, sondern dass du so eine Struktur hast, dass du weißt, da kannst du ein bisschen runterkommen, da kannst du ein bisschen erkunden, da bist du erstmal relativ safe und dann geht's richtig los, sobald du Werden wir sehen, wie es weiterentwickelt. Ich bin sehr gespannt auch darauf, genau. Nächstes Feature wäre für mich definitiv die adaptiven Trigger vom DualSense Controller. Na gut, also ich habe keine Prio 1 oder keinen Favoriten. Ich finde nach wie vor das haptische Feedback in Kombination mit dem Lautsprecher war echt so eine Sache, wo ich so, okay, wow, sowas habe ich ehrlicherweise noch nicht gehabt. Ja. So das Gefühl hatte, aber die adaptiven Trigger bieten für mich halt einfach viel, viel Möglichkeiten, wo wir jetzt gerade erst noch so beim Beginn stehen. So, das schon angesprochene Cold War Black Ops hat das schon ganz interessant gemacht in der Kampagne, dass man halt eben dieses Feedback, die Vibration auch am Trigger hat. Ja. Auch so dieses Gefühl halt eben, dass der Abzug sich anders anfühlt bei den Waffen und solche Geschichten. Ich bin sehr gespannt, zum Beispiel, was ich ja schon seit Ewigkeiten sage, was bei Deathloop auf jeden Fall der Fall sein soll. Lockjamming, also wenn die Waffe klemmt, so dass der Trigger dann wirklich klemmt und sowas. Ja. Und was für mich daran vor allem wichtig ist, bei allen DualSense-Features, und da können wir auch gleich noch beim haptischen Feedback und sowas drauf eingehen, ist halt die Möglichkeit, das HUD und alle Anzeigen zu reduzieren. Weil das ist für mich so das größte Ding. So Ghost of Tsushima hat da einen ersten Schritt gemacht, dass du den Wind halt eben über das Touchpad steuerst und nicht mehr ständig den Marker setzen musst, dass es visuelle Punkte gibt, Rauch am Himmel, die Vögel, die Füchse und so weiter. Aber zum Beispiel auch bei einem Shooter, wenn deine Munition leer ist, dann merkst du einfach, dass du nichts mehr zum Schießen hast. Und drückst durch. Genau, ja. So, das alleine fände ich schon richtig, richtig fett, weil dann eine Anzeige weniger. Und, Entschuldigung, jetzt muss ich den Bogen einmal schnell spannen, aber in dem Kontext auch Lebensanzeige, warum das nicht übers haptische Feedback lösen? Dass zum Beispiel halt so Sachen, oder auch das 3D-Audio, dass du schlechter anfängst zu hören, weil deine Health low ist, oder dass du halt so eine leichte Vibration merkst oder sowas, oder so ein Zittern halt irgendwie, so wie Leute sich dann ja auch schleppen und sowas, kannst du ja alles darüber simulieren. Und ich glaube, das ist genau eben der Punkt, dass es immer das Zusammenspiel zwischen den Komponenten ist, was funktioniert. Und das gerade das, was du sagst mit dem Blockieren der Waffen zum Beispiel, das ist immer eine visuelle Information weniger, die einfach eine körperliche Rückmeldung wird und die dadurch viel, viel unmittelbarer ist, dass du einfach merkst, okay, ich muss nicht mehr gucken und lesen vielleicht und dann sehen, okay, da kommt ein Button-Prompt, hier Viereck drücken, um nachzuladen oder um die Störung in der Waffe loszuwerden, sondern einfach zu merken, okay, das klemmt, ich muss irgendwas machen. Total, ja. Ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Und eben gerade solche Sachen wie Deathloop, das ist schon länger irgendwie klar oder das steht im Raum, aber das ist eben bisher immer nur angekündigt gewesen. Wir haben ja jetzt selbst gemerkt,
das Wissen, wie es sein wird, ist das eine. Das wirklich ausprobiert haben, ja, ist erfahren. Was komplett anderes. Total. Und deswegen bin ich da auch sehr gespannt drauf. Auch Ghostwire Tokyo hat ja schon von sich reden gemacht, dahingehend, dass die Waffen irgendwie sich alle ein bisschen anders anfühlen sollen. Durch das haptische Feedback und die Trigger. Auch das, genau. Auch das Zusammenspiel dann wieder daraus. Ja. Und auch das, was du meinst gerade, haptisches Feedback so als Lebensanzeige, kann ich mir auch total gut vorstellen. Dass du nicht mehr irgendwie so ein akustisches Signal hörst, irgendwie dein Herz klopft richtig schnell oder sowas. Der Bildschirm wird rot oder genau, sondern dieses Herzklopfen meinetwegen auch als Rumble-Feedback zu bekommen oder sowas. Ja, so eine Sinus-Kurve. Stelle ich mir auch spannend vor. Total, genau. Oder ich meine, auch bei den Triggern selber ist ja auch die Geschichte bei Returnal, genauso wie bei Ratchet & Clank Rift Apart, ist angekündigt, dass halt Schussmodi je nach Tiefe des Drucks des Triggers halt eben unterschiedlich geschossen werden sollen. Finde ich auch sehr interessant. Und ich glaube, auch da steckt einfach noch sehr, sehr viel Potenzial drin, halt einfach. Also gar nicht mal vielleicht in den Nuancen, wie tief man den Trigger drückt, aber halt auch da einfach das Feedback zu bekommen. Beispiel Türklinken drücken, aber halt auch so Sachen, ich sehe da so bei einem Resident Evil Village jetzt halt irgendwie, ich will eine Tür aufmachen und die Tür geht halt nicht. Entweder blockiert das Ding ganz oder man kann es halt runterdrücken ohne Widerstand und solche Sachen. Und ich glaube, das sind alles Sachen, die einem halt echt noch mal viel, viel tiefer ins Spiel reißen, weil diese Distanz zwischen dieses Überdisplay ist ja im Endeffekt noch mal so eine Ebene zwischen mir, Controller, dann kommt das HUD, dann kommt das Ingame. Und wenn das schon wieder wegfällt, ist man halt einfach, glaube ich, noch viel mehr drin so. Das glaube ich auch. Und ich glaube, es sind Details vor allen Dingen, die den Unterschied dann machen, wo man denkt, das hätte schon längst irgendwie passieren müssen. Komisch, dass da nie einer drauf gekommen ist. Und auf einmal kannst du es nicht mehr wegdenken. Ich denke auch bei solchen Sachen irgendwie an so Sachen wie Schlösser knacken und sowas, was jetzt immer mit so ein bisschen Rumble-Feedback vielleicht im DualShock 4 funktioniert hat oder sowas, was auch nochmal sich ganz anders anfühlen kann. Vielleicht ein Safe zu knacken über eine bestimmte Vibration oder sowas. Und ich glaube, worüber wir auch noch gar nicht geredet und noch gar nicht nachgedacht haben, ist, wie das in verschiedenen Genres sich auch noch mal ganz anders darstellen kann. Wir haben jetzt zum Beispiel, glaube ich, noch kein Next-Gen-Racing-Game gespielt, wo ich auch sehr drauf gespannt bin, wie sich der Controller wirklich als Lenkrad noch mal darstellt, meinetwegen. Also ich meine, mit Destruction All-Stars hatte man jetzt ja quasi einen ersten Einblick, aber das ist natürlich ein Arcade-Racer. Eben. Wie es bei einem Gran Turismo 7 nachher aussieht, da bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt. Und auch, keine Ahnung, wenn du halt denkst, Rätsel, Horrorspiele zum Beispiel, auch da, wie viel du da mit dem Audio-Feedback, mit dem 3D-Audio-Tag machen kannst. Von angefangen Schlösser knacken auf Zeit und du hörst, wie hinter dir was passiert, aber musst gleichzeitig drauf achten, ob da gerade diese Klickgeräusche stattfinden über, was ich auch mal so als Idee hatte, bei Fall Guys gibt es ja diese eine Disziplin, wo man über den Boden läuft, wo Kacheln wegbrechen. Ja. So, wenn man das quasi schon hören könnte, weißt du, wenn du hörst, okay, ah, ich gehe in die Richtung und es fängt so ein bisschen an zu knarzen, okay, dann vielleicht doch lieber in die andere Richtung gehen und solche Sachen. Also so, dass Spiele vielleicht auch einfach sagen, so Augen zu oder wir zeigen nichts mehr und du musst das über alle anderen motorischen Fähigkeiten. Genau, lösen. Das dachte ich auch. Auch gerade in Horrorgames stelle ich mir das vor. Orientierung wirklich im Dunkeln, nur über 3D-Audio. Schreib das auf, Entwickler. Ich glaube, da gab es bei Hellblade gab es mal so einen Abschnitt, wo es wirklich so stockfinster war und das wirklich nochmal viel stärker, und das ist da ja schon sehr, sehr gut gemacht, nochmal über das Headset mitzunehmen. Oder auch Audiorätsel in Puzzle-Games, wie du sagst. Da gab es auch in The Witness schon was auf PS4, wo du sehr genau hinhören musstest, und das auch nochmal vielleicht viel mehr räumlich zu gestalten, das stelle ich mir auch sehr reizvoll vor. Auf jeden Fall. Die größte Innovation ist und bleibt halt für mich oder das Offensichtlichste bleibt der DualSense-Controller. Ja. So, und die Frage ist, glaube ich, dann halt eben auch noch mal, wie die Features der Konsole selber, die man halt nicht so auf der Uhr haben. Klar haben wir jetzt über den Speicher gesprochen, aber ich erinnere mich da immer noch zum Beispiel PS1 Metal Gear Solid, Psycho Mantis, Umstecken von Controller und Memory Card. Ich finde es bis heute schade, dass so Hardware-Sachen wie, keine Ahnung, die Konsole startet auf einmal neu oder die Lüfter werden laut oder stell dir das mal vor. Ja. So, es ist wirklich still im Spiel und auf einmal fangen die Lüfter auf voller Pulle an zu leuchten oder die Leuchtleiste von der Konsole blinkt oder von dem Controller. Auch das ist ja, haben wir jetzt in einem Video gerade gehabt, so Controller-Features. Warum nicht noch mehr mit der Leuchtleiste spielen in, ich sag mal, atmosphärischen Momenten? Ja.
wie bei einem Alien Isolation oder sowas. Auch sowas. Ich kann mir das voll gut zum Beispiel auch da als Health Bar vorstellen. Ja. Eine Leuchtleiste, die irgendwie stärker oder schwächer leuchtet, je nachdem, wie stark man gerade irgendwie verletzt ist oder sowas. Natürlich nimmt das was vom HUD weg und dann guckt man woanders hin wieder. Aber auch das macht es, finde ich, trotzdem ein bisschen immersiver. Wenn du merkst, okay, das ist einfach nochmal eine neue Ebene, die das bekommt. Genau, und das ist greifbar einfach. Exakt. Und das ist in den eigenen Händen nochmal viel, viel körperlicher und unmittelbarer dadurch. Total. Ich glaube auch, dass das fast ein bisschen untergegangen ist in der letzten Generation, die tatsächlichen Controller-Features viel mehr zu benutzen. Aber man hat ja gesehen mit The Last of Us Part 2, dass da auch zum Schluss nochmal was sehr Innovatives passieren kann. Und da sind wir natürlich wirklich gerade erst ganz am Anfang des Lebenszyklus von so einer Konsolengeneration. In einem Horror-Game zum Beispiel zu gucken, dass man halt leise ist oder dass man, also so ein bisschen wie bei einem Until Dawn. Genau, auch, das ging ja schon ein bisschen so in die Richtung. So dieses Stillhalten und so. Und ich glaube, bei Alien Isolation kann man tatsächlich auch sagen, dass irgendwie das Headset-Mikro genutzt werden soll für die eigenen Geräusche und so. Aber warum sowas nicht auch nutzen und gleichzeitig aber auch nicht erklären, sondern so akzentuiert nutzen? Ja. Das müssen ja auch nicht immer, wir müssen ja nicht immer nur über Features reden, die ein ganzes Spiel bestimmen. Es können ja auch überraschende Sachen sein. Eben, und die Kleinigkeiten. Exakt. Ja. Genau. Und das ist auf jeden Fall was, wo gerade weil so viel von dem, das klingt so blöd, aber so viel von dem Feedback, sei es über die adaptiven Trigger, über das haptische Feedback, Lautsprecher, Mikrofon und so weiter, Leuchtleiste, alles in die Hände verlagert wurde jetzt mit dem DualSense-Controller, bieten sich da halt unglaublich viele Möglichkeiten für mich, die mal wieder so diese richtigen, okay, Wow-Momente bringen, die halt über eine geile Story oder sowas hinausgehen, sondern die einem einfach so ein einprägsames Erlebnis schaffen. Genau, das Erlebnis eben als solches. Ne? Klar, die Geschichten entwickeln sich alle weiter, das wird alles immer viel, viel komplexer und viel, viel anspruchsvoller und auch viel, viel besser, kann man sagen. Aber das ist ja auch gerade das, weshalb uns Astros Playroom so gut gefallen hat, dass das keine Story erzählt hat, das hat von Nostalgie gelebt und es war einfach eine Erfahrung. Es war so eine ganz unmittelbare Erfahrung einfach. Und auch da natürlich, das mit dem Mikrofon und mit dem Reinpusten, um irgendwie so ein kleines Windrad zu bewegen oder sowas, gab es da ja auch schon. Yeah, da habe ich auch gerade dran gedacht. Das kann natürlich auch noch wahnsinnig viel, viel vielfältiger verwendet werden. Eben. Wir sind natürlich große Fans davon, dass Reihen wie The Last of Us, God of War, Ghost of Tsushima und so weiter, dass die immer weiter perfektionieren, wie Storytelling und gutes Gameplay funktionieren. Aber man muss halt, glaube ich, trotzdem immer noch mal so Momente schaffen, die halt wieder dafür sorgen, dass Leute diskutieren, weil sie es so erlebt haben. Ja, so Aha-Erlebnisse einfach, wo du denkst, das ist das erste Mal, dass ich haptisches Feedback gespürt habe. Das ist das erste Mal, dass irgendwas anderes passiert ist, was einzigartig einfach war. Ja, genau, dass man auch das Gefühl vielleicht sogar hat, man hat es verstanden. Ja. Weißt du, so das war das erste Mal, dass ich verstanden habe, was für Potenzial dahinter steckt. Und wie du schon sagst, also wir kratzen da, glaube ich, gerade noch sehr an der Oberfläche, was ja auch vollkommen nachvollziehbar ist. Und ich glaube, im Laufe des Jahres wird es da noch viele Aha-Momente geben. Ja. Es geht gerade noch mal mehr um Aha-Momente, um Momente, die quasi für einen als Spieler stattfinden, als das, was auf dem Bildschirm passiert, als jetzt halt irgendwie 120 statt 60 Frames und solche Geschichten. Das ist alles cool und ich will mich da überhaupt nicht gegen aussprechen. Aber es geht ja jetzt wirklich einfach darum zu gucken, was quasi Ideen oder ja einfach, was halt Möglichkeiten wären, die einen nochmal überraschen, die jetzt halt dank der neuen Hardware einfach möglich werden. Und ich glaube, das Schöne ist, dass es uns überraschen wird, und wir da jetzt überhaupt nicht drauf kommen, auf die allerbesten Sachen. Ja, hoffentlich. Und auch, was du gerade meinst, so Framerates und so weiter, die technisch einfach vorausgesetzt sind und die größer werden und so weiter. Das ist nicht das, wo wir in 10 Jahren sagen werden, ach, die PS5-Ära, wisst ihr noch damals, als wir alle auf einmal 4K 60 Frames in jedem Spiel hatten? Sondern das sind solche Momente wie, wisst ihr noch, wie das erste Mal der Trigger geklemmt hat in Deathloop oder sowas. Auf jeden Fall. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf und da freue ich mich drauf auf das ganze Jahr und auf die ganze Generation. Ja, Leute, ey, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr so für Erwartungen, Hoffnungen irgendwie an die PS5-Ära habt, an die Spiele, an die Hardware, was euch mal wieder so richtig überraschen würde, vielleicht auch mit einem Spiel dazu, sei es, keine Ahnung, ein althergebrachtes Franchise, was ihr euch zurückwünscht oder was ganz Neues, eine ganz neue Kombination. Und ansonsten, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, Abo und so weiter. Wir freuen uns natürlich auch weiterhin über Feedback zu dem
Videocast, wie er euch gefällt, was wir besser machen können. Und ansonsten verabschieden wir uns aus dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.